Perk! Den gab's auch in Far Cry 4 auf jeden Fall, oder? Ich meine, das wäre der Typ, den ich immer dabei hatte, der mit diesem komischen Quadrocopter oder wie das Ding hieß, immer geflogen ist und er immer die ganze Zeit abgestürzt ist und er immer fast gestorben ist, wenn ich ihn dabei hatte. Das ist Herc, oder? Junge! Junge! Wie Kratos sagen würde. Herc Drupman Senior. Ist das der Vater, oder? Hat er gesagt, er ist mit dem Vater da? Ist aber doch unser Herc, oder? Da ist noch Cheeseburger, die sind aber eh alle in der Nähe. Komm, wir gehen mal dahin. Kann ich da schnell hinreisen? Ja, weil ich war da schon mal gewesen. Machen wir einen Absprung einfach, oder? Würde ich sagen, machen wir einfach einen Absprung. Und schauen uns das Ganze einmal von oben an. Nee, aber hör, geil. Warum ist mir das jetzt erst eingefallen? Ich finde es geil, dass es hier alte Personen von früher so ein bisschen gibt. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich falle einfach übrigens. Ich meine, ich kenne mich jetzt mit dem Fliegen aus, ich bin ein Profi. Trotzdem sollte ich jetzt mal den Gleitschirm aufmachen. Und Hallo sagen. Good morning in the morning. So, warte mal, aber die Wolfsköder sind jetzt nicht meine Mission. Meine Mission ist nicht diese Mission. Alter, perfekte Landung, ne? Als wäre ich fürs Fliegen geboren. Frag mal Klatsch Nixon, ey. Frag mal Klatsch Nixon. Oh, hier liegt was. Da hinten fährt was. Herc? Herc war lustig, hey, glaube ich, gewesen. Leg deinen schmalen Hintern hier rüber. Die Leute hier kennen die Höhle hin und aus, wenn die im Dach schon mal redet. Du bist aber nicht Herc, du bist tatsächlich Senior. Okay, ist Herc selber nicht da? Und er ist ja doch nicht in dem Spiel. Aber trotzdem, doch, dann hätten sie den nicht extra den Synchronsprecher wiedergeholt, wenn es derselbe ist. Mit Trumpman als Senator Flugblatt. Sind sie auch diese ganzen Geldsäcke in Washington leid, die nicht viel mehr tun, außer dauernd die Steuern zu erhöhen? Dann können sie es ihnen jetzt endlich heimzahlen und einen von uns an die Macht verhelfen. Liste seiner Leistung. Einst wurde noch nie wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt. Zweitens ist noch nie bei der Wahl für einen Sitz im Senat angetreten. Drittens hat bei seiner Scheidung sein Haus, sein Auto und mehr als die Hälfte seiner Güter behalten. Viertens wurde noch nie dabei erwischt, wie er seine Frau betrogen hat. Und falls Sie einen Freund an höchster Stelle haben wollen, dann wählen Sie Herc Senior Sim Senator. Als dein zukünftiger Senator befehle ich dir, sofort herzukommen. Alter, was hat der für eine Kiste? Eine große Kiste mit ganz viel Munition. Und Geld. Hey. Hey, 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 ganz ruhig. Ich kenne Herc, auch wenn du nicht weißt, dass ich kenne. Auch wenn ich selber nicht weiß, dass ich... Herc, geil. Mach dir die Ohren sauber. Hi, Herc. Das ist ein Burger. Aus, Bruder? Hey, geil. Ja, Mom, ich erkenne das Tattoo wieder. Rogue Island Shit. Horus Shit. Rogue Island. Hä, war der auch in den anderen Far Cry Teilen dabei? War der in jedem Far Cry Teil dabei wie der andere? Ich habe die ja, wie gesagt, nicht komplett immer durchgespielt, sondern immer nur so ein bisschen angefangen. Hieß die eine Insel, Rook Island oder so? Vom ersten Teil vielleicht sogar? Weil vom vierten kann es ja nicht sein, das war ja im Himmel, lalala. Hä, nee, die dritte war auch auf einer Insel, ne? Ich glaube, die dritte war auch auf einer Insel. Vielleicht war auch im dritten dabei oder so. Ich weiß nicht, ich habe schon gedacht, vielleicht könnten wir ja einfach mal alle Spiele spielen und spielen ja aber diesmal rückwärts. Oh, ein Anrufbeantworter. Ich weiß, dass ich das toll mache. Ich bin Veteran, Geschäftsbesitzer, liebevoller Vater und ich will Senator für diesen Staat werden. Sehr gut. Ich dachte, er würde länger reden, deshalb hatte ich was getrunken. Ja, geil. Weißt du, willst du mal so ganz heimlich einen Schluck trinken, weil es mega warm ist? Heute, aber du, also, ne? Es ist wieder so einer dieser Tage, wo du einfach nicht weißt, wie viel du trinken sollst und wie viele Kühlakkus du dir unter das T-Shirt stecken sollst oder sonst irgendwie was. Und es ist einfach so unglaublich warm. Da wolltest du mal einen Schluck trinken und schon ist der Senator am Telefon wieder kurz angebunden. Verstehst du wegen angebunden Telefon? Okay, alles klar. Hä? Und ich habe auch das Fenster tatsächlich auf heute. Ich hoffe, man hört das nicht. Also wenn, dann dürfte man eigentlich keine Menschen hören. Sondern nur Vogelgezwitscher. Aber ich glaube, die kommen auch manchmal aus dem Spiel. Deshalb ist das gar nicht so auffällig. Und
Solange hier irgendwie keiner rumschreit, dürfte da eigentlich keinem was auffallen. Und das andere ist, die Kopfhörer. Ich habe nicht meine normalen Kopfhörer auf, die eigentlich voll gut sind, sondern nur diese In-Ear-Kopfhörer, die eigentlich nicht ganz so toll sind. Aber das ist okay. Das ist okay. Damit höre ich auch alles, aber ich höre mich halt nicht mehr ganz so gut. Bist du der Irre, der den Peggys den Arsch versohlt? Ach, das ist Rick da oben. Hey! Warte mal, kann ich eigentlich mit ihm sprechen? Nee. Ja, bin auch da. Du schaltest also die ganzen Parasiten in dieser Gegend aus. Jo. Ich hätte gedacht, du wärst größer. Bist du für die Wahl registriert? Ach, auch egal. Ich brauche gerade andere Hilfe. Kommen wir zum Punkt. Siehst du dieses bemitleidenswerte Häufchen Elend da drüben beten? Die Frucht. Hey, du Arschloch! Ich war mitten im Gespräch! Der Hund hat. Hä? Ja, was willst denn du jetzt von da hinten? Ja, das war. Ein Schuss aus 700.000 Meter Entfernung? Er hat einfach einen Mörser hier stehen. Das ist ja jetzt erst. Komm her, Alter. Ja, hört. Was zum Teufel wollte ich gerade sagen? Ach ja. Kommen wir zum Punkt. Siehst du dieses bemitleidenswerte Häufchen Elend da drüben beten? Die Frucht meiner Lenden. Herb Junior. Dümmer als ein Kohlenheimer. Kommt nach seiner Mutter. Der Dummkopf hat meinen Wahlkampftruck verloren. Nancy, natürlich benannt nach der besten First Lady, die jemals diesem großen Land gedient hat. Wenn diese Obama-liebenden Spinner herausfinden, dass ich nicht auf mein Zeug aufpassen kann, dann kann ich mir den Senatsposten wohl abschminken. Nun, da du auf meinem Grund und Boden bist und ich dich nicht erschossen habe, obwohl das mein gutes Recht als stolzer amerikanischer Waffenbesitzer wäre, schuldest du mir was. Hilf dem Schwachkopf, meinen Truck zurückzuholen. Dann kann ich mich endlich wieder auf den Wahlkampf konzentrieren. Alles klar. Junior, hier will dir jemand helfen. Versuch es nicht zu versauen. Okay, also okay, wir sind doch wieder mit Herc unterwegs. Der Vater gibt nur die Aufträge hier. Hercs Gate. Sicher jetzt erst. Aber ich glaube, das sind tatsächlich... ich würde mich wundern, wenn das nicht Rook Island, wenn das nicht die... Wenn das nicht Kisten aus dem dritten sind. Und Oros Shit... Oros Shit, warte mal, ist das nicht... Also, ich hab es nicht. Das ist tatsächlich der einzige Far Cry-Teil, den ich gar nie angerührt habe, auch nicht. Inception mit Gebeten? What? Ich hab nicht mal den Film kapiert, wie soll ich das denn jetzt alles verstehen? Tatsächlich schaffe ich das schon alleine, aber ich will nicht. Ein paar Prepper haben mich schon zu sehen. Kyrat Shit! Ja, das ist er! Kyrat, genau so hieß... Ja, warte mal, also Rook Island ist bestimmt der dritte Teil. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ich weiß es gerade halt einfach nicht. Aber Kyrat ist auf jeden Fall der Ort in dem Himmel. Ja. ich kann dieses Gebirge einfach nicht aussprechen. Aus dem vierten Teil und Oros Shit mit dem Feuer, das könnte echt Far Cry Primal sein oder so, dass da vielleicht irgendwie er selber oder ein Vorfahre von ihm. Da war. Ja, geil, komm mal her, mein Freund. Habe ich das ja eigentlich schon gelesen? Nee, ne? Warte mal, lass mich mal kurz durch. Entschuldigung. Die Sekte von Herc? Um ein Mitglied in der Sekte von Herc zu sein, muss man erstens ununterbrochen verfickt nochmal rocken. Zweitens 7 Biere in 5 Minuten kippen können. Drittens Herc heißen. Ich lass mich umtaufen. Hey, also sorry. Ich wollte nicht über dein Geschlecht entscheiden oder so. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich nenne nur alle meine Homies Alter und Bro und Mann, ungeachtet von Vaginalien oder Penilisten. Wow, déjà vu, du Mann. Kennen wir uns? Verdammt, Mann, meine Gebete wurden erhört. Ich habe eine Standleitung zu dem Affenkönig, der da im Himmel rumhängt. Ich schätze, nachdem du ein Engel bist, der hier auf der Erde für den Affenkönig arbeitet, weißt du schon, dass ich den Truck von meinem alten Herrn wiederholen muss. Er ist echt sauer. Aber wenn wir ihn zurückholen, darf ich wieder in meinem Bett schlafen. Und ich sag dir was, es ist echt kalt draußen. Ganz zu schweigen von den Hundezecken, die sich an meinen Kronjuwelen zu schaffen machen. Komm schon, hilf mir, den Truck meines alten Herrn zu holen. Kratzen wir die Kurve, bevor der Alte hier rumballert. Er ist im Moment schärfer als der schärfste Kettenhund. Alles klar, kein Ding, Herc. Der Senatswahlkampf war echt stressig für ihn. Ich soll nicht fahren. Für die Politik gemacht. Weißt du, wie viel er zu tun hat? Er hat noch nicht mal Zeit zum Kacken. Schön, dich zu sehen.
Scheiße, Mann, ich habe den ganzen Tag dafür gebetet. Ich habe den Affenkönig gebeten, das Jesuskind und sogar den Valentinstypen mir ein Zeichen zu senden. Und schon bist du da. Ja, ist doch nicht geil. Also, ich sag dir mal was, diesen Trunk zu holen, wird nicht leicht werden. Diese bescheuerte Sekte hat den. Das habe ich mir schon fast gedacht, aber weißt du was, ich habe schon öfters mit der Sekte zu tun gehabt. Alles hat angefangen, als ich mich denen anschließen wollte. Oh! Meines klang nach einer guten Idee. Sie hat diese ganzen Waffen, Essen und klasse Weiber. Ja, verstehe ich. Und diese drei Dinge sind eigentlich alles, was mich interessiert. Sah echt aus wie eine einzige Party, verstehst du? Also habe ich gesagt, hey Amigos, wo kann ich unterschreiben? Unterschreib hier, haben sie gesagt. Und dann angefangen, ihre ganzen Regeln aufzuzählen. Keine Unzucht treiben. Was? Das heißt übrigens kein Ficken. Kein Alkohol und keine wilden Partys, Mann. Nein, danke. Ich bin also nichts wie Vector. Kann ich verstehen. Aber ich habe bedauerlicherweise den Truck meines alten Herrn da vergessen. Der ist seither echt angefressen. Ich brauche die Karre wieder. Aber mach dir überhaupt keine Sorgen, weil ich habe einen neuen Schritteplan, um den Truck zurückzubekommen. Was? Schritt 1, mich mit Schnaps aufheitern. Dafür ist gesorgt, Homie. Sehr gut. Schritt 2, um jemanden beten, der mein Problem löst. Erledigt. Schritt 3. Oh, shit. Den Rest weiß ich gerade nicht mehr. Aber es fällt mir unterwegs schon wieder ein. Bist du sicher? Keule, du kannst zuhören. Mein alter Herr hört mir nie zu. Was denn, Wald stehen? Ich bin wohl auch so ungehört. Wir kommen in letzter Zeit nicht mehr miteinander aus. Seit er kandidiert, meckert er nur noch an mir rum. Trinken in der Öffentlichkeit. Wie ich mit meinen Waffen umgehe. Was halt, Mann. Aber wenn wir diesen Truck von den Peggys zurückholen, dann wird er echt beeindruckt sein, Alter. Er wird mich so sehr lieben und dann wird meine Mutter versuchen, mich mehr zu lieben, um mit ihm mithalten zu können. Und dann sieht er, wie sehr sie mich liebt. Und dann wird er versuchen, mich noch mehr zu lieben. Und dann werden Geburtstage und Weihnachten total krass. Klingt nach einem echt mega wichtig guten Plan. Da übrigens was von Klatsch Nixon, was wir noch nicht gemacht haben. Oh, ist es da hinten? Okay, alles klar, super. Auf die leise oder auf die harte Tour? Er hat einen Mörser dabei auf die harte Tour oder einen Raketenwürfel oder was auch immer. Oh, mir ist Schritt 3 wieder eingefallen. Wir kommen von hinten. Die Leute hier kennen die Hügel in- und auswendig. Eden's Gate kann sich auf was gefasst machen. Ich habe das Gefühl, ich kann es nicht auf die leise Tour machen. Aber ganz sicher, bin ich mir da nicht. So. Inspizieren wir doch mal gerade genau die Lage. Da ist jemand, der ganz scharf auf mich ist. Das sind mehrere, das sind ganz viele. Okay, also wir kommen jetzt schon von hinten. Sieht gar nicht so aus. Wieso hat das nicht funktioniert? Lustig, Mann! Richtig Benjamin-mäßig abgehen. Ich mag deine Art. Wenn du das richtig anstellst. Ja, das mit der leisen Tour habe ich selber verkackt, ich weiß. So, aber komm, wir gehen mal näher ran. Muss ja auch nicht alles aus der Entfernung machen. Wir haben ja auch noch andere Geschütze, ne? Wir haben ja andere Geschütze, die wir aufhauen können. Das ist ja gar kein Problem. Wir können ja einfach ein bisschen draufhalten, tatsächlich. Glaube ich, hoffe ich, denke ich mal. Der eine hat zwar ein bisschen Panzerung, aber das dürfte auch kein Problem für mich sein. Ja, alles klar. Und außerdem wollte ich jetzt mal gucken. Haskell-Wachturm. Ich brenne auf, ne? So, mal sehen, ob das nachher irgendwie Punkte für mich gibt oder sowas. Ich glaube, man muss 10 irgendwie machen, damit man irgendwie auch mal was bekommt. So, ne, wir wollen ja auch mal, ich will ja auch mal gucken, vielleicht kriegt man da irgendwie eine coole Errungenschaft oder eine coole Punkte oder irgendwie sowas in der Richtung, was gar nicht so unwichtig ist. Ich habe, glaube ich, die letzten irgendwie nie immer ganz geschafft, wenn man da irgendwie ganz weit snipern musste oder irgendwelche Flugsachen machen. Und ich spiele ja nicht jede Woche, wenn ich aufnehme. Das ist ja manchmal auch eine Woche irgendwie Pause oder so. Ja? Der Truck ist ja ganz da unten. Wahrscheinlich warten noch mehr Peggys auf uns. Die Seilrutsche ist das A und B. Wir rutschen da runter und schleichen uns an wie Vollkasse Ninjas.
Ja, das ist ja ein super Plan. Ey, haben wir denn jetzt hier noch was ich irgendwie plündern kann? Ihn kann ich plündern, ihn kann ich plündern. Scheiße, ja, Mann. Okay, die sind da unten. Ah, ach so, der ist schon gesprungen. Ich hab die Leertasche zweimal gedrückt, kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich dachte, oh, ich weiß warum. Ich bin einmal Leertaste habe ich gemacht fürs Hochspringen und dann habe ich gedacht, ich hätte es nicht geschafft und habe nochmal Leertaste gedrückt. Und dann bin ich runtergefallen. Ja gut, man kann nicht alles haben. Kann ich jetzt nochmal rutschen, bitte? Ich möchte eine neue Möglichkeit haben. Ich möchte eine neue Chance haben im Spiel. Teufel ja! Alter, wir sind aufgegangen. Wir sind wie Rosencrantz und Gildenstern. Mann, ich liebe Theater. Ich nicht. Nein, ich doch auch. Ist ein Scherz. Dafür kann ich nichts. Das ging automatisch. Jo, weil mein Verbündeter nicht mitkommt. Machst du jetzt meinen Arsch zu? Come to me. Alter, wie ein Profi, ganz ehrlich, muss man ihn wieder lassen. Oh, not bad. Far Cry 15 ist nicht verfügbar. Bitte versuche später nochmal. Wahrscheinlich ist alles, was ich tue, umsonst heute. Was? Hat er gerade nackt gesagt? Was ist denn mit ihm falsch gelaufen? Und nu? Sehen wir schon. Jetzt wird's ernst, der Spaß beginnt. Okay, alles klar. Ich weiß noch nicht, wo lang. Du musst mir schon irgendwie sagen, weil ich weiß nicht genau, wo das ist, was ich hier tue. Oh, in eine Richtung. Alles klar. Hier haben wir ein paar Munitionssachen drin. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ich ehrlich gesagt gerade auch nicht. Komm, wir machen das mal auf die leise Tour, soweit es geht. Alles klar, dankeschön! Nein, nicht gut! Nicht! Gut! Nicht gut, falsche Waffe, falsche Waffe. Nee, das war richtige Waffe. Ich bin kein Cheater, hör auf, das zu sagen. Nee, da ach, da ist es. Sorry, hab dich nicht gesehen. Einsteigen, bitteschön, ne?